Heute im letzten Teil der Trilogie zum Nanga Parbat gehen wir der Frage nach, was zwischen Reinhold Messner und der restlichen Expedition wirklich passiert ist, wie die Geschichte weiterging und wer heute so am Nanga Parbat regelmäßig versucht, Geschichte zu schreiben. Willkommen zu Berge im Porträt. Reinhold Messner überlebte also und wurde von Einheimischen gerettet und notversorgt. Daraufhin wurde er weiter in Richtung Straße gebracht, wo er letztlich auf seine Expedition traf. Erst hier wurde klar, dass es ein Unglück mit Günther Messner gegeben haben muss und dass Reinhold überlebt hatte. Und hier wird nun auch Reinhold Messner etwas Neues erfahren, denn Kuhn und Scholz bestiegen am Tag nach den Messners ebenfalls den Nanga Parbat über die Merkelrinne, obwohl die Messners verschollen waren. War der Gipfelerfolg letztlich mehr wert, als die beiden Messners zu finden? Darüber lässt sich letztlich nur spekulieren. Fakt ist jedoch, dass Kuhn und Scholz im Basislager meldeten, dass sie die Ersten seien, die über die Merkelrinne den Gipfel erreichten und dies auch so weitergegeben wurde. Dass es sich hierbei um eine Falschmeldung handelte, das wurde erst später bekannt. Was aus Reinhold Messner wurde und wer er so war und ist, das erfahrt ihr übrigens in diesem Video da oben. Und mehr Details zu Günther Messner findet ihr ebenfalls im Video oben in der Infobox. Doch was wurde aus den beiden anderen Bergsteigern, die letztlich die Merkelrinne durchsteigen konnten? Peter Scholz verunglückte 2 Jahre nach dem Nanga Parbat am Agi Noir in Italien. Und der Innsbrucker Felix Kuhn zog einmal erfolglos zum Mount Everest und schaffte eine Erstbesteigung der Nordwand des Zuckerhuts in Rio de Janeiro. Am 23. Januar 1974 fand man ihn letztlich suizidiert in seiner Wohnung in Absam. Doch nach dem Auffinden von Reinhold Messner und seinen großteils amputierten Zehen war das Thema Nanga Parbat für ihn noch lange nicht gegessen. Denn Reinhold Messner war seelisch zerstört. Der Bruder starb wenige Meter von ihm entfernt und viele sahen die Schuld bei ihm. All das wollte und musste er auch zu seiner persönlichen Ehrenrettung in einem Buch aufarbeiten. Denn die Anschuldigungen durch alpine Vereine und Expeditionsteilnehmer waren scharf. Nicht selten wurde der Eindruck erweckt, als sei Reinhold für den Tod Günthers verantwortlich. Das wollte Reinhold richtigstellen, hatte jedoch ein fundamentales Problem. Er durfte nicht. Denn die Exklusivrechte für die Berichterstattung und Vermarktung sicherte sich auch in diesem Fall Herlikoffer zu und verklagte somit Reinhold Messner nach dem Verfassen seines Buches. Und tatsächlich, obwohl das Buch Rote Rakete einige wichtige Elemente der Geschichte zusammenführte, welche Herlikoffer selbst nie erwähnte, wurde per Gericht die Veröffentlichung des Buches erfolgreich verboten. So dauerte es noch Jahrzehnte, bis Messner seine Ansicht, seine Erlebnisse und seine Meinung zu der Debatte niederschreiben und letztlich auch veröffentlichen konnte. Ein unfaires Spiel in einer so unglaublich aufgeheizten und subjektiven Debatte, welche so stark manipuliert wurde. Denn viele Personen haben bewusst Unwahrheiten verbreitet und Reinhold Messner verleumdet und so seine Diskreditierung vorangetrieben. Gleichzeitig schadete in der Emotionalität auch Reinhold Messner sich selbst, indem er die deutschen Beteiligten und sich mit den Nazis und den Juden gleichstellte. So fraglich sämtliche Ansichten und Stellungnahmen beider Seiten letztlich waren, Fakt ist, Herlikoffer hat nachweislich in der Berichterstattung wichtige Details ausgelassen, die erst Jahrzehnte später mit der Veröffentlichung Messners Buchs geklärt werden konnten. Und Fakt ist auch, Reinhold Messner hat sich in einigen Erklärungen verzettelt und konnte an vielen Punkten die unklare Lage nicht eindeutig aussprechen, sodass er eine Klarheit vortäuschte, um nicht in Erklärungsnot zu gelangen. Nichts davon war für den Ruf irgendeiner Partei zuträglich. Die Narben bei Reinhold Messner konnten letztlich nie heilen. Bis heute ist die Beziehung zwischen ihm und dem Alpenverein sehr distanziert und kalt. Und viele Gerichtsverfahren konnten erst zu Beginn des 21. Jahrhunderts abgeschlossen werden. Rund 30 Jahre nach all den Geschehnissen. Womit eine lange und komplizierte, aber vor allem auch eine dramatische und traurige Geschichte am Nanga Parbat ein Ende findet. Ein meiner Meinung nach sehr unwürdiges. Denn das Einzige, was gezeigt wurde, Ideologien und Fanatismus haben am Berg, egal welcher Höhe, keinen Sinn. Doch der Nanga Parbat steht weiterhin und ist auch bis heute immer noch das Ziel weniger Expeditionen. Denn das Spannende an diesem Berg ist auch, seit seiner turbulenten Besteigungsgeschichte vor 50 Jahren wurde es außergewöhnlich ruhig um den 8000er. 1974 gelang es erneut Reinhold Messner, den Nanga Parbat zu besteigen. Diesmal vollkommen allein, auf einer völlig neuen Route über die Diamir-Seite, welche bis heute nie wiederholt wurde. Er war damit der erste Mensch überhaupt, der einen 8000er solo besteigen konnte. 1984 bestieg die erste Frau, Lilian Barat, den Nanga Parbat zusammen mit ihrem Ehemann. Und 1990
gelang Hans Kammerlander mit seinem Partner Wellig die erste Skiabfahrt. Erst 2005 wagte sich erstmals wieder ein Alpinist in die Rupalwand, Steve House, beging zusammen mit Vince Anderson eine vollkommen neue Route in der Rupalflanke, bei der sie sich als erstes Team in einer klassischen Alpin-Stil-Expedition den Gipfel des Nanga Parbats über die Rupalflanke erreichen konnten. Und auch in den Jahren darauf gelangen immer wieder Erfolge. Doch wie zum Beispiel die Winterbesteigung durch Simone Moro, Alex Zikon und Ali Sadapara hatten sie stets immer eine Gemeinsamkeit. Selten gelangen die Dinge reibungslos. Meist gab es unerwartete Probleme oder Schwierigkeiten und immer sind es einmalige und seltene Ereignisse. Was wiederum von selbst zeigt, der Nanga Parbat scheint harmlos und über die Normalwege gut machbar zu sein, doch sowohl die Witterung als auch die ständige Bedrohung durch Eisschlag, Lawinen und Steinschlag sind omnipräsent und machen den Berg stets zu einem Abenteuer. Außerdem sind die Schwierigkeiten im 4. und 5. Grad und vor allem die ständige extreme Exposition auf allen erdenklichen Wegen eine enorme Belastung sowohl für den Körper als auch für den Kopf. Das alles macht den Nanga Parbat zu einem der anspruchsvollsten Berge der Welt. Denn manche Berge gelten als die schwierigsten, andere als die gefährlichsten. Und auch wenn der K2 gefährlicher als der Nanga Parbat sein mag und die Daulagiri Südwand wohl schwieriger ist, der Nanga Parbat vereint eben diese beiden Eigenschaften, sodass nur die extremsten Alpinisten seinen Gipfel erreichen. Und natürlich gibt es heute auch auf den Nanga Parbat touristische Expeditionen. Doch von diesen gibt es am Nanga Parbat immer noch verhältnismäßig wenige und der Spielplatz für die größten Alpinisten einer Generation ist immer noch ungestört. Egal, ob man über die Kinshofer Route im Westen hochsteigt, die Diamir-Flanke über den Diyama-Gletscher begeht, die Buhl-Route probiert oder aber sich in die historisch und alpinistisch unglaubliche Rupalwand wagt. Wer ohne großes Team an den Nanga Parbat geht, erlebt ein Abenteuer, wie es sie vielleicht heute nirgends mehr auf der Welt gibt. Trotzdem sollte man das alles auch nicht nur als Spielwiese für Abenteurer betrachten, sondern auch beachten, dass man bis 1990 so viele Menschen am Nanga Parbat verloren hat, wie an keinem anderen Berg zu diesem Zeitpunkt. Und die Statistik ist hier mehr als nur deutlich. Und das, obwohl parallel an fast allen anderen Bergen im Himalaya und Karakorum ebenso Versuche und Besteigungen unternommen wurden. Der Nanga Parbat wird enorm beeinflusst von schnell wechselnden Wetterfenstern und höchsten Schwierigkeiten in Fels und Eis. Das macht den Nanga Parbat letztlich zu einem Berg, der auch gut und gerne 3 Videos und unzählige Bücher füllen darf. Ich hoffe, euch hat diese mehrteilige Episode von Berge im Porträt gefallen. Wenn ja, ihr wisst Bescheid. Die Alpenacademy gibt's nur, weil ihr mir ab und zu einen kleinen Kaffee spendiert. Ich möchte euch an dieser Stelle vielmals dafür danken, wenn ihr dieses Projekt in dieser Form unterstützt. Nur so ist das Weiterentwickeln der Inhalte auch in dieser Form möglich. Außerdem danke ich euch natürlich auch für jedes einzelne Abo. Das hilft mir wirklich viel und freut mich natürlich auch. Bis zum nächsten Mal wünsche ich euch, wie immer, eine wunderschöne Zeit und Bergheil.